Hallo aus dem wunderschönen Ort Georgiopolis. Wir sind hier gerade am Strand. Ich zeige euch erstmal so ein bisschen. So. Und wir machen jetzt einen kleinen Spaziergang. Und zwar gehen wir dorthin zu dieser kleinen Kirche. Und aber wenn man bedenkt, dass jetzt so eigentlich so das Ende noch der Saison ist, dann gibt es hier noch eigentlich ist hier ziemlich viel los auf der Zeit. Also viel Spaß jetzt beim Spaziergang Richtung Kirche. Um dahin zu kommen, muss man halt diesen Weg hier laufen. Das geht heute sehr gut, wenn es etwas windig ist. Dann ist es ein bisschen, naja, unangenehmer, weil dann halt die Wellen ständig an die Felsen schlagen, da wird man schön nass. Wobei, wenn es warm ist, dann ist es wiederum erfrischend. Und hier nochmal der Strand. Was mich, persönlich ein bisschen stört hier, ist, dass es immer so komisch riecht, aber das ist jetzt so meine Meinung. So, gehen wir einfach mal. Ich glaube, heute ist so etwas wie eine Hochzeit hier, weil irgendwie stand da so ein Auto mit so kleinen Dekos an dem Auto. Scheint so was wie eine Hochzeit zu sein. Ich bin mal gespannt. Also dieser Weg ist nichts für Flipflops. Wobei die meisten, die hier durchlaufen, die tragen Flipflops. Ich zeige euch jetzt nicht, was ich trage, sonst ist mir das schon peinlich. Es sind aber keine Flipflops. Und damit es jetzt nicht zu langweilig wird, mache ich immer wieder jetzt so eine kleine Pause mit dem Video, laufe ein bisschen weiter vor. So, jetzt sind wir in etwa auf Halbzeit. Ich habe hier gerade so einen toten Aal entdeckt. Wirklich schade. Da sieht man ihn gerade. Echt schade. Hier sieht man noch so den Ausblick auf wunderschön auf den Berg gegenüber. Und ja, zum Thema Flipflops, es gibt wiederum immer auch Schlimmeres, wenn man gar keine Schuhe trägt. Also das sollte man auf jeden Fall nicht machen, wie man es jetzt gerade hier sieht. Das ist zu gefährlich. Jetzt geht's weiter. Bis zur nächsten Pause. Wenn man hier auf diese Felsen schaut, kann man immer wieder so kleine Krebse entdecken, wie den hier. Ich versuche das mal zu euch zu zeigen. Da ist er. Hopp. Jetzt hat er sich versteckt. Also ab und zu Pausen machen und schauen. Findet man immer wieder interessante Sachen. Also wir sind fast da und das mit der Hochzeit, das stimmt tatsächlich, weil ich sehe schon die Stühle und hinter mir läuft gerade so ein Pfarrer. Der läuft gerade gleich an mir vorbei. Und die Kirche ist jetzt super geschmückt. Also jetzt von mir aus auch alles Gute dem Brautpaar. So.
sowas zu sehen. Hier ist nicht so oft. Also es freut mich jetzt sehr, das hier zu sehen, wirklich. Da kommen sie gerade. Hm? Aber wir drehen jetzt hier so eine Runde. Bevor das Brautkam, filmen wir hier nochmal ganz kurz die Kirche so auf die Schnelle. Hm. Das ist übrigens der Bräutigam hier vorne. Aber wo ist die Braut? Dauert wohl etwas länger, bis sie hierher kommt. Jetzt sind wir auf der hinteren Seite der Kirche. Wunderschön wirklich, wie sie das hier gebaut haben. Also es tut mir jetzt leid, dass ich das so ein bisschen... dass das jetzt ein bisschen länger wird hier, das Video. Aber ich finde das wirklich spannend hier mit dem Brautpaar, mit dem ganzen Zeug. Ich finde das wunderschön. So. Bisschen die Aussicht hier auf den Strand von Georgiopolis. Da ist übrigens da ungefähr gegenüber ist dieser wunderschöne Strand, wo ich auch schon mal ein Video auf YouTube hochgeladen hatte und wo halt dieses kalte Fluss ins Wasser läuft, und das ist fantastisch, also eines unserer Lieblingsorte. Hier die andere Seite, da war ich eigentlich noch nie, also ich weiß jetzt nicht, wie es dort ist. Also ich glaube, ich muss jetzt langsam mal schließen. Also bis zum nächsten Video. Da kommt übrigens die Braut. Etwas schwierig mit dem Brautkleid hier über diese Felsen zu laufen. Man sieht ja irgendwie nichts. Aber ich hoffe mal, dass es gut geht. Also nochmal alles Gute dem Brautpaar fürs Leben. Und Gott möge sie segnen. Und alles Gute, vor allem Gesundheit in ihrem Leben zusammen. Und viel Liebe, denn Liebe ist wirklich das Allerwichtigste, was uns Gott geschenkt hat im Leben.